Unser heutiger Kurzfilm bringt uns nach Madeira, der portugiesischen Insel im Atlantischen Ozean. Berühmt durch die artenreiche und prachtvolle Vegetation, das gemäßigte Klima und natürlich den Wein. Aber auch eine so prachtvolle Insel wie Madeira hat in den letzten Jahren die Seilbahn als modernes, zukunftsweisendes Transportmittel entdeckt. Um ein sehr fruchtbares und ebenes Ackerland besser bewirtschaften zu können, errichtete die Firma Reisch diese hier gezeigte Pendelbahn. Sie ermöglicht es den Bewohnern des Dorfes Achadas da Cruz und jenen von Porto Moniz, ihre Gärten bequem und sicher zu erreichen. Natürlich finden auch Touristen Gefallen an dieser Bahn, welche sich seit der Eröffnung zu einem beliebten Ausflugsziel herumgesprochen hat. Die Bahn mit einer Länge von rund 620 Meter und einer Neigung von über 100% überwindet einen Höhenunterschied von 435 Meter. Heute ermöglicht diese Seilbahn eine sehr komfortable und rasche Verbindung zum Meer. Die beiden Kabinen bieten Platz für jeweils 6 Personen. Zu gewissen Jahreszeiten wird die Bahn hauptsächlich zum Transport der Ernte verwendet, wofür sie eigentlich errichtet wurde. Die aus sicherheitstechnischen Gründen möglicherweise aufwendig wirkende Steuerung zeichnet sich durch die sehr einfache Bedienung aus, ohne jedoch auf Komfort zu verzichten. Sobald die Kabine nach dem Verlassen der Bergstation die erste und einzige Stütze hinter sich lässt, hat sie bereits ihre volle Geschwindigkeit erreicht. Die Fahrt endet rund 3 Minuten später direkt am Meer. Genau diese Nähe zum Meer war auch eine weitere Herausforderung an den österreichischen Seilbahnspezialisten. Wir können zwar keine Berge versetzen, aber wir würden uns freuen, Ihnen den Weg dort hinauf so angenehm wie nur möglich zu gestalten.